So Leute, willkommen zu meinem Let's Play Part 2. Ja, ich habe mir schon mal den ersten Part angeguckt und musste feststellen, dass mit dem Ton hier einiges nicht so gut läuft. Dass sozusagen der Ton immer ein bisschen eher kommt als das Bild. Na, und deswegen werde ich eben jetzt immer mal ein bisschen länger warten, bevor ich was erzähle. Ja. Und was natürlich auch noch der Fall ist, ich komme ja nur aus Sachsen, das hört man ja wahrscheinlich. Und naja, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man seine Stimme irgendwo hört, dann klingt das meistens dann immer noch viel schlimmer, als es eigentlich ist. Ne? Also deswegen will ich mich mal noch entschuldigen für meinen Akzent. Ne? Oh naja, ich sag mal, das spielt ja jetzt nicht die große Rolle, solange man das alles gut versteht. Ne? So, also wir sind sozusagen jetzt hier in der achten Welt. Die schwerste, ja eigentlich die schwerste Welt, aber naja gut. Man muss im Prinzip nichts weiter machen als den Kanonen hier ausweichen. So. Das war der Endgegner. Und ich erhalte einen Stamm. Speichern wir. So, als nächstes kommt hier ein Kanonenschiff, was auf orangenem Wasser schwimmt. Ja. Und hier gibt es aber auch einen ganz einfachen Trick. Den werde ich euch gleich zeigen. Und zwar muss man einfach hier ins Wasser. Und dann muss man sozusagen unten drunter schwimmen. Muss man hier die ganze Zeit drücken, denn wenn man hier nicht drückt, dann fällt man runter. Und das ist natürlich dann nicht so praktisch. Ne? Ach, Mensch! Das kotzt mich ja jetzt an. Ja. Nehme ich da jetzt magische P-Flügel? Nee. Nee. Tja, Leute. Da ich jetzt klein bin, könnte das wohl ein bisschen blöd werden jetzt. Oh Mensch, ist doch belastend. Ja, das war anders geplant. Ich wollte eigentlich groß bleiben. Toll, jetzt wird es euch natürlich beim Zugucken langweilig, ne? Dabei ist es eigentlich noch ein Spiel, was ich gut kann, ne? Da gibt es noch schlimmere Spiele. Ja, hier wieder der Trick mit dem Wasser. Die ganze Zeit hier drücken muss. So, jetzt drückt mir mal bitte die Daumen, dass mich jetzt hier nichts mehr großartig trifft. Denn das wäre nicht so toll. Aber ich glaube, ich bin auch schon am Ziel. Jetzt muss ich bloß noch diesen Idioten hier besiegen. Aber das ist ja für mich eine Leichtigkeit. Vielen Dank.
Ja, Spaltung. So. Diese Welten sind auch total blöd. Das sind nämlich solche Handfalten. Mensch. Ob der Vorteil ist, wenn man die Welten hier schafft. Sie sind nicht besonders schwer, aber halt trotzdem lästig. Dann bekommt man zum Schluss ein Blatt. Du musst im Prinzip bloß warten, bis der hochspringt und dann wieder auf mich drauf fällt. Ist doch echt belastend. Ich versuche das jetzt mal mit einem Stern. Das ist doch scheiße, Mensch. Was ist denn hier bloß heute los? Es macht doch keinen Spaß. Oh nein, du bist so dumm, Mario. Die Welten sind echt belastend. Oh nee. Was mache ich denn bloß heute? Oh nee. Habt ihr schon mal was vom Vorführeffekt gehört? Der trifft heute bei mir zu. Ah, endlich mal ein Pilz. Jetzt wird es einfach. Einfach durchrennen. Siehst du? Das ist doch wieder typisch. Wenn man irgendwas hat, ne, was ihm hilft, dann schafft man es natürlich mit links, ne. So wie das natürlich sein muss. So, jetzt hier durch, am besten ohne getroffen zu werden. Ich hole mir jetzt mal nicht die ganzen Items, ich renne einfach mal durch bloß. Und dann sind wir auch schon am Ziel. Oder? Ja. Endlich geschafft, den Müll hier. Ja, die Welt ist total langweilig. Wenn man magischen P-Flieger hat, kann man hier einfach durchfliegen. Das allerdings nicht hat, ist die Welt ganz schön ab. Als ich noch klein war, dann hatte ich die Nintendo Entertainment Version von diesem Spiel, Super Mario Bros. 3. Und das war damals mein Lieblingsspiel. So. Endlich haben wir die ganzen Panzer und den ganzen Quatsch hier geschafft, sodass wir mal wieder in etwas normalere Welten kommen. So wie wir sie eigentlich auch gewöhnt sind mit dem Spiel. Ach, diese Welt ist gar nicht so einfach. Ah, nein! Was machst du? Das ist natürlich jetzt auch nicht geplant gewesen, das hier runterzufallen.
Mal sehen, ob ich das trotzdem schaffe. Muss die ja sein. Ich muss die Eier runterfallen. Das geht ja gar nicht anders. Und hier musste ich natürlich sterben. Das ist ja logisch. Aber das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Bin ich schon so oft gestorben? Kann doch gar nicht sein. Aber wenigstens in die ganze Welt und wenigstens noch da. Ne, ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss hier von links Anlauf holen. Und dann hier rechts hochfliegen. Dann kann ich nämlich hier in diese Röhre. Was macht denn dieser Idiot? Was macht der denn nur? Ah, Leute, das macht doch keinen Spaß. Das macht doch wirklich keinen Spaß. Oh ne, jetzt habe ich einen magischen P-Flügel genommen. Ah, das ist doch dumm. So, bevor ich diesen Part beende, mache ich aber mal noch die Welt. Gibt es auch einen ganz leichten Trick. Einfach hier durch den Treibsand durch. Und jetzt weiß ich immer nicht, die rechte oder die linke Röhre. Ich nehme mal die rechte. Ja, es war falsch. Na egal. So, und jetzt einfach versuchen, hier nicht zu sterben. Und mit etwas Sprung und etwas Schwung einfach hier drüber und schon ist das geschafft. Ja, ich denke, ich werde den Part jetzt beenden und im nächsten Part mache ich dann dieses Schloss, den letzten Panzer und dann befreie ich endlich die Prinzessin und hoffe, ich bin dann mal ein bisschen besser und dass mir ja nicht wieder solche Fehler passieren. Also dann, tschüss Leute!